Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir spielen Sarina. Und zwar habe ich mir das Oberteil gerade gekauft. In-game für Scherben. Weil... Nee, das war ein Maid, oder? Weil ich das einfach so schön finde. Guckt euch das an. Mit der Kamera, mit dem Stativ. Das ist so ein schönes Outfit. Ich habe da schon so lange drumherum geschwänzelt. Sagt man das so? Und jetzt ist es soweit. Wir spielen Sarina. Ich habe übrigens das Spiel in-game ein bisschen lauter gedreht. Ich habe nichts am OBS geändert. Ich habe das Spiel... Oh, Pyramidenkopf. An sich 10% lauter gemacht. Weil ich das Gefühl hatte, wenn ich meine Videos auf YouTube selber angeschaut habe... Über die Fernsehlautsprecher hat man die Terrorradius gar nicht so gehört, wie ich sie höre mit Kopfhörern. Deswegen ein bisschen lauter gedreht das Ganze. In der Hoffnung, dass ihr mehr vom Spiel hört. Wir testen das mal. Nicht, dass es irgendwie zu laut ist. Okay, er ist beschäftigt. Weil sie schnell unterm Haken hoch. Ich hab. Wir schaffen das dabei. Das ist nicht gut. Okay. Ich würde eigentlich gern oben im Haus den Gen wegmachen. Aber vielleicht ist es auch nicht verkehrt, wenn wir uns den bis zum Schluss aufheben. Er hatte dort drüben gerade eine Spur gezogen. Aber die ist gerade weggegangen, weil er wahrscheinlich woanders gemalt hat. Und zwar dort hinten. Es hatte sich auch irgendwer die Map gewünscht. Ich weiß nicht, eventuell war es sogar der Killer. Ich könnte nachschauen, aber eigentlich ist es auch egal. Es wurde sich zumindest die Farm gewünscht. Er läuft... Er hat kein Barbecue, würde ich sagen. Er läuft ins Feld... So, den lasse ich mal stehen. Den Generator. Damit wir am Ende die Gens schön verteilt haben. Und wir hier nicht in irgendeine prekäre Situation geraten. Sollten wir Totems wegmachen? Ich glaube, ich schau mal, ob ich im Feld noch einen Generator finde und mach den weg. Der Shack. Nee, da war kein Gen. Jetzt sind wir ja gestartet. Hier ist kein Generator mehr im Feld. Moment. Mach mal den. Mac war anscheinend da, wo sie liegt. Frage ist, ist Jane auch dort hinten und kann helfen? Wir haben erst zwei Generatoren an. Irgendwie hätte ich gedacht, wir haben schon ein bisschen mehr geschafft. Die winkt. Killer campt. Ach, wir haben Ruin. Ja, doof. Aber Jane hat mit Gelina Zeit gerettet. Wie es aussieht. Wir haben Ruinen. Das ist bestimmt im Haus. Unserem Glück ist es im Haus.
Oh. Tüftler. Tüftler. Der hat wieder Herzschlag und wir hören ihn. Wenn er hierher kommt. Wer denn? Da. Der Ruin ist weg. Dann ziehen wir jetzt durch. Oh nein. Ist jemand durchs Feld gerannt? Oder kommt hierher? Wo kam der denn plötzlich her? Mensch. Arme Tüftler. Das ist immer so böse. So, es wäre cool, wenn jetzt ein Jen angeht. Mates? Jetzt? Jen an? Nein, okay. Aber jetzt? 3, 2, 1. Verteidigt jetzt den Generator dort hinten. Jetzt aber... Oh! Hier wird schon... Oh. Ist tot. Sie wurde... Oh, okay. Oben arbeitet jemand. Durch Tüftler hat... Hat sie ihn nicht gehört. Da ist er. Sound ist wieder da. Okay, wir müssen... Okay, oben... Der Jen war sehr weit. Okay. Ich dachte, er hat mich gesehen. Aber wir wissen seit dem Update, einfach irgendwo gerade rumstehen. Nicht bewegen. Und es funktioniert. Mac ist in der Nähe. Steht helfen. Ist hier oben? Was macht Yui? Er jagt. Also scheint ihm gerade egal, dass hier der Jen angeht. Leider hat Mac jetzt keinen Herzschlag. Adrenalin, Adrenalin, Adrenalin. Oh, Millisekunde zu spät. Jetzt ist das Adrenalin von ihr gewastet. Das tut mir echt leid. Ich habe keine geliehene Zeit. Ich fürchte, dass ich es so bereuen werde. Ist die Frage, ist drüben der Ausgang vorbereitet?
Oh, das schaffe ich nicht. Nein! Oh nein! Ich bin extra den Bogen gelaufen. Ich dachte, er trifft mich nicht. Okay, die Mates sind da. Mates sind da. Ich hing noch nicht. Ich hoffe, nur einer hat geleanet. Jui. Okay, ich glaube, das war Absicht. Geliehene Zeit. Leute! Jui! Ja! Ja, wir haben es rausgeschafft. Oh, wie knapp lag ich denn vor dem Ausgang? Wie knapp war das? Ja, Tüftler. Er hatte Barbecue, aber er kam nicht. Okay, er ist vielleicht, als er das eine Mal die Mac aufgehangen hat, hinten zum Generator gegangen, weil vielleicht Tüftler getriggert hat. Ohne des Schattens. Ruinen wussten wir auch. Puh. Das war Aufregung. Und ich hoffe jetzt nur... Okay, ich kann... Notfalls kann ich das Spiel in der Nachbearbeitung runterdrehen. Von der Lautstärke. Ich hoffe nämlich, das war jetzt nicht zu laut, dadurch, dass ich das Spiel in-game ein bisschen höher, ein bisschen lauter gedreht habe. Ich werde das gleich sehen, wenn ich das Video schneide für YouTube. Ja, aber ich danke euch fürs Zuschauen. Es war doch nochmal spannend am Ende, aber ich hatte gute Mates. Die haben mir tatsächlich das Leben gerettet. Da versagt direkt meine Stimme. Deswegen, ich sag jetzt Tschaußen und sehr gern bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Bis dahin.